Was ein Service. Ah. Was machen wir heute? Ich hole dich erstmal ab, würde ich sagen. In meiner alten Hut hier. herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es zu Basti, Firma TTD. Turbotechnik Jeeves. Ich hoffe, ich spreche es richtig auf. Aus. Krasse Nummer. Ist wirklich, soweit mir bekannt, der stärkste Audi Deutschlands. Kein Spaß, ja. Okay. So, jetzt muss man dazu sagen, Basti ist guter Kumpel von mir. Eigentlich Konkurrenz. In meinen Augen gibt es immer keine Konkurrenz, sondern man hilft sich gegenseitig. Aber er baut noch länger als ich an diesem V6 Biturbo rum, ein S4 Kombi. Und hat bei uns auf dem heimischen Core-Prüfstand 1407 oder 1440 PS gedrückt. Krass. Und das schon vor 4 Jahren. Würde ich mal tippen, 3 Jahre ist das bestimmt schon her. Das heißt, mittlerweile werden da sogar noch ein paar Ponys mehr in der Kiste schlummern. Ich bin gespannt. Von außen 100% Sleeper. Ja. So, ich würde sagen, schmeiß deine Tasche rein und wir fahren erstmal los. So, reinspaziert. Wir haben nicht nur den stärksten Audi hier sogar, sondern ich glaube auch eine der schönsten Werkstätten, die wir bisher auf diesem Channel hatten. Ja. So, erstmal Basti. Hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja. Wusste ich gar nicht, dass du dir so eine krasse Werkstatt hier zurechtgemacht hast. Ja, hat auch ein bisschen Menge Schweiß und Blut gekostet. Auch, ne? Weil, wenn ich es nicht wüsste, hätte ich wirklich gedacht, hier wird nicht geschraubt, sondern das ist mehr nur so Show und Shine, Auto hinstellen, fertig halt. Ne? So ein Männertraum. Ne? Ja, eigentlich ist es wirklich ein Männertraum, ne? Kann man wirklich sagen. Geil. Ja. Krass. Ja. Macht aber auch Spaß zu schrauben, ne? Muss man schon sagen. Also wenn du halt deine Ordnung so ein bisschen hier so hast, dann... Weiß nicht, also ich kenn's ja bei dir. Du kommst wahrscheinlich damit zurecht. Aber irgendwann kommst du so in die Frage, so Mensch, wo sind die Sachen hängen geblieben? Ne? Da fängst du auch wieder an zu suchen. Und so viel Zeit mit Suchen zu verbringen, habe ich auch mal keinen Bock dann darüber. Ne? Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass natürlich die Motivation, hier zu schrauben, 10-mal krasser ist. Ne? Definitiv. Also, definitiv. Du kannst ja so alles gleichzeitig machen. Du kannst ja schrauben, ja. Musik hören, ja. Sachen sortieren, ja. Ein bisschen drehen, fräsen, schweißen. Alles querbeet, ne? Ja, cool. So, also, das steht da. Ich würde sagen, wir zeigen den Zuschauern. Erstmal habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube, das ist der stärkste Audi Deutschlands, definitiv. Also ich kenne auch keinen anderen aus Deutschland, der mehr hätte. Und wenn, wäre jetzt auch nicht schlimm, ne? Da können wir halt nochmal... Nee, aber ist mir so dann so eingefallen, ne? Und dazu kommt... Als wir bei Core waren, bei uns auf dem Prüfstand. Das ist auch schon ein paar Tage her. Aber da haben wir drüber gerätselt. Ich habe jetzt gesagt, irgendwas zwischen 3 und 5 Jahre ist das mittlerweile bestimmt auch schon her. Also 2 Jahre Minimum ist das schon her. Nee, länger. Muss länger. Meinst du? Ja. Muss länger. Na, überleg mal, schon damals. Ja, deswegen. Zwei Jahre, 2019, ich sage 2017. Dann weißt Minimum. Du, was in der Zwischenzeit passiert ist. So, und damals auf diesem Prüfstand, der ja wirklich
ich sag jetzt mal schon mal reell ist, waren das 1400, war mich nicht mehr sicher, 407 oder 440? 1442 waren es. 42 so. Ja, ich glaube, das hat aber auch ganz gut gepasst, weil ich den in Holland gegengemessen habe. Und der ist echt hart, der Prüfstand da. Ne? Die Rollen, die haben mega Schlupf. Da lagen wir auch bei 1400. Also das passt schon dann. Ja, ja, ja. Aber die Rollen sind super bei Core. Ne? Ja. Das ist der Hammer. Weil der Tag war definitiv krass, weil so richtig mit gerechnet hat in dem Moment ja keiner. Weil man sieht es halt einfach so 0,0 beim Auto. Ist ja, halt einfach so. Ne? Und dann ist das ja auch ein Prüfstand, wo selbst, ich sag mal, der orangene Lambo die ganze Zeit drauf stand und so weiter. Selbst das sind ja Autos, wo nicht auf einmal 2000 PS bei rauskommen. Ne? Ja, ja. Sondern so alles ab 12, 1300 auf dem Prüfstand ist schon immer... War schon zornig. Ja, muss man erstmal machen. Ja, war schon gut. Jetzt ist das Ganze, wir sagen jetzt einfach mal 4-5 Jahre her und seitdem hat sich wahrscheinlich wieder einiges getan. Ja, eine Menge. Also es ist gerade wieder, also momentan kriegt ihr noch den Step jetzt noch zu sehen von der letzten Saison. Das heißt also, wenn ihr hier wieder weg seid, wird sich hier wieder wahrscheinlich einiges ändern. Zack, Motor aus. Nee, hat sich viel geändert. Also ich wollte eigentlich bis zum nächsten Race 1000 fertig sein. Ja, deswegen lassen wir erstmal den Step hier so mit den neuen Ladern so, ja, keine Ahnung, leistungsmäßig habe ich es ja noch nicht gegengemessen und ich denke mal, da geht die Reise wahrscheinlich auch schon Richtung 1600, das Ganze. Sollte. Das Krasse ist halt, Basti sagt das jetzt einfach so, aber der macht das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, da kommen wir später zu. Und du weißt ja, was bei den 1440 so los war an Werten und so weiter. Ne? Ja. Und wirst das jetzt ja nicht einfach so sagen, dass es jetzt 1600 sind, sondern das wird ja schon tatsächlich da wahrscheinlich in die Richtung gehen. Ja, damals habe ich auch ziemlich tief gestapelt. Also ich war der Meinung schon, dass das Auto schon mehr kann, ne? Und hat es auch gemacht. Aber von realistischen her hatte ich auch gesagt, so 1350, aber dass es dann gleich nochmal fast 100 mehr waren. Deswegen weiß ich jetzt, wo die Reise hingeht und ich gehe mal von aus, das wird so zwischen 15, 1600 irgendwo krass hingehen. Wenn jetzt alle wieder sagen, was das so für Leistungsangaben mittlerweile sind. So, pass auf, jetzt müssen wir noch einmal diese Decke hier runternehmen, damit die Leute überhaupt wissen, von was wir überhaupt so reden. Weil... sieht so aus, als wenn wir gleich einkaufen fahren. So, also wir reden hier eigentlich von einem Facelift S4B5 Kombi. Du hast dieses Auto tatsächlich länger, als ich meine Limo offen hatte. Das sind 17 Jahre, habe ich denn jetzt. 17 Jahre. Das heißt Baujahr 2001. März 2001 ist das. So, das heißt, du hast den als relativ frisches Auto damals gekauft. Ja, den hatte ich mit 67.000 hatte ich den gekauft damals. Also noch Erstbesitzer damals. Und auch war ein Firmenwagen gewesen. Ja, weiß nicht, ich kenn's ja selber. Ne? Also eigentlich wollte ich den auch dann zwischendurch auch mal verkaufen, wollte dann auf Eris umsteigen. Naja, hat man halt eben nicht das bekommen, was man haben wollte dafür. Und dann irgendwann, weißt du selber, dann geht das so los, S4-Technik-Umbau und da war der Spleen schon drin und dann, dann war das schon so tief drin, da konntest du auch gar nicht mehr aufhören. Das muss aber dann in ganz anfänglichen Zeiten gewesen. Ganz anfänglich, genau. Ja. Ja, das ging ja auch relativ schnell damals. Ne? Mhm. Also. Jetzt muss man dazu sagen, okay, das heißt, das Auto war damals ungefähr 3 Jahre alt. Wie einfach oder schwer war es damals, einen 3 Jahre alten S4-Kombi schon zu kriegen? Ja, die waren schon teuer. Ne? Der lag ja damals schon bei 28.000 Euro, was ja schon viel war damals. Weil ich weiß nämlich, damals, auch das muss so ungefähr gleich gewesen, haben wir für einen guten Kumpel, und da hat mich das Auto noch gar nicht so gejuckt. Er wollte aber unbedingt eine S4-Limo-Maschine die ganze Zeit haben. So, und heute, beziehungsweise vor 10 Jahren, haben alle gesagt, hättest du mal damals ein schwarzes Auto mit schwarzen Recaros und so weiter gekauft? Mhm. Keine Chance. Es gab selbst damals keine Limos mit schwarzer Ausstattung. Die hatten fast alle immer blaue Alcantara drin und so weiter. Genau. Also selbst damals gab es schon keine Autos. Ne? Ja, und dann noch hier ohne Dachreling, auch ganz schwierig. Ne? Mhm. Also stimmt. Grundsätzlich immer Dachreling bei den Dingern. Sieht man jetzt auch. Also, wer ist hier aufgefallen, René? Auf den ersten Blick? War jetzt aber auch keine Absicht, ne? Das hat einfach von der Farbe irgendwie so gepasst und von der Ausstattung her dann... Aber konnte man tatsächlich ab Werk Dachreling abbestellen? Es ging anscheinend nicht. Schon. Also weil er war ab Werk so definitiv, ne? Heftig. Mhm.
Okay, 2004 ging die Reise los. Mhm. Dann vermute ich mal, wird es die ersten Steps noch gegeben haben als 2.7er und ganz normal irgendwie wahrscheinlich ging das relativ schnell in Richtung 600 PS dann so. Ja, genau. Also die einfachsten Sachen erstmal so ein bisschen RS4-Technik, Saugrohr, Ladeluftsystem und dann eigentlich auch gleich ein Umstieg auf Kanal 6. Mhm. Also gar nicht Kanal 4, gleich übersprungen das Ganze. Mhm. Auch nicht lange gefahren das Ganze auch. Weil ich dann auch gleich auf 3 Liter hinterher gesprungen bin. K06 müssen wir den Zuschauern kurz erklären. K06, also K04 ist die Größe des Turboladers, wie er im RS4 war. K06 ist eigentlich R6. Genau, vom Jetzt muss man allerdings dazu sagen, 2004 kam ja der R6 eigentlich gerade erst raus. Also das muss ja dann damals mehr oder weniger vom Neuwagen die Lader genommen. Ja, genau. Das so. War dann gleich umgerüstet, gleich mit Upgrade. Also das, ja, weißt du selber, das. Irgendwann hast man aber mitbekommen, dann gab es dann diese 3-Liter-Welle vom ASN und dann bin ich mal eine Runde mal Probe gefahren mit so einem 3 Liter. Da habe ich gesagt, okay, das fährt schon ganz gut. Dann war es auch schon wieder im Winter schon wieder erledigt, ne? Ja. Auf 3 Liter Umbau. Und dann das heißt, von Serie hat dieser Motor 2,7 Liter. Für alle, die es vielleicht immer noch nicht mitbekommen haben, das ist der gleiche Motor, wie auch bei mir in der Limo drin ist. Den kann man auf 3 Liter bringen. So. Aber den S4 Motor, den hatte ich eigentlich schon bei dem ersten Laderumbau bin ich gleich auch umgesprungen auf RS4-Motor. Gleich auch RS4-Motor? Ja, genau. Gleich auf RS4-Motor. Und ja, weil die Basis auch besser ist dann. Ne? Viel stabiler der Motor als vom S4. Man hat ja schon damals schon mitbekommen, dass die Dinger nicht viel können. Ne? Und seitdem auch immer auf RS4-Block geblieben? Genau, seitdem auch immer auf RS4. Und auch immer als 3 Liter geblieben? Erstmal als 2.7. Und dann auf 3 Liter gesprungen dann. Ne? Weil es gibt ganz viele, die immer wieder sagen, 2.7er auch toll und so weiter, aber ich bin es auch einmal als 2.7er gefahren und man kann es einfach nicht vergleichen. Ja, ist so ein bisschen wie 4- und 6-Zylinder fahren. Ja, oder? genau. Das ist, also das ist als 3 Liter schon. Der Sprung ist doch ein bisschen größer, als man denkt eigentlich, so mit den 200 Kubik da. Ne? So, jetzt muss man, eine Sache muss ich an diesem Fahrzeug als allererstes mal loben, egal auf welchem Event wir sind, halbe Meile, eigentlich funktioniert das Ding immer. Muss man einfach mal so reell sagen. Ja, jetzt in der letzten Zeit hat Antriebsschrank hat mich ganz schön geändert. Ja, aber das sonst gehört einfach dazu. Sonst funktioniert das Auto eigentlich. Genau, also man kann schon mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, wenn Basti auf dem Event ist, dass das Ding auch immer über 300 fährt, immer Leistung da ist und auf jeden Fall ein paar Läufe macht. Mhm. Dass mal eine Antriebswelle abreißt, ein Diff abfliegt, wie auch immer, das gehört halt dazu. Ist jetzt aber nicht so, dass jedes Mal die Kurve da rausfällt. Nein. Also da muss ich sagen, motormäßig RS4, das ist Serie, wie das Ding auch ist. Und wie viele manche auch sagen, da brauchst du Versteifungsplatte und Billet-Lagerböcke ab 1000 PS. Ja. Also das Ding kann ich dir eins versprechen, ich bin in meiner auch mit Serienschrauben in der Lagergasse, das Ding ist kugelsicher 1500. Hm. Ne, da brauchst du nichts machen. Also das einzige Problem... Das René bald V6 hier den Golf einbaut. Naja, das Problem ist bei den Motoren, was ja mal als erstes mal kaputt geht, sind meistens immer die Pleuer oder Kolbenbolzen, Kolben selber oder Ventilabriss. Also aber der Block selber an sich hat bis jetzt noch nie nachgegeben. Hm, und das liegt nicht an den Lagerdeckeln, also Lagerböcken oder dass man irgendwie eine Versteifungsplatte braucht. Also der Block ist schon echt gut. Ne? Also da kann ich jedem garantieren, dass das auch... Das hält, das funktioniert. Das wird aber auch mit Sicherheit jetzt so deine Erfahrung aus den letzten 17 Jahren mitgebracht definitiv, haben. So ein bisschen, ne? Definitiv. Mittlerweile kommt jetzt allerdings der Punkt, Blöcke zu kriegen, falls doch mal irgendwas ist. Weil es kann ja immer mal ein Ventil abreißen und irgendwie Laufbahn kaputt oder so. Genau. Ja, das wird langsam auch ein bisschen schwieriger und auch kostspieliger. Ne? Hast du noch ein paar Blöcke? Na, einen habe ich noch oben, das ist noch mit Übermaß. Ja, und dann heißt es suchen und teuer bezahlen. Ne? Also was anderes bleibt nicht über. Ne? Also die Reise Richtung 2000 ist auf jeden Fall noch gesichert. okay, so jetzt muss man dazu sagen, nächste Sache, die ich auch cool an dem Auto finde, weil RS4, S4 Szene ist halt ganz viel, ich sag jetzt mal vorsichtig gesagt, so Teiletauscher, wirklich kaufen, einbauen, Leistung fahren. Mhm. Dadurch sind die Autos ja bekannt geworden, weil es auch das perfekte Auto dafür ist. So vor 10 Jahren war es so, du kaufst dir ein RS4, machst du dieses typische 600 PS-Step, kannst richtig gute Krümmer, richtig gute Lader, alles Plug-and-Play drauf, fährst 600 PS. Und bei dir war es ja schon vom ersten Tag an, solange ich dich kenne, alles war Eigenbau. Genau, das war... Ja, das ist irgendwie ein bisschen... Das ist ja kein Reiz da drin, verstehst du? So. Du kennst es doch selber. Das ist doch umschrauben, weiterfahren, aber dann bist du ja genauso... Ja, klar. Du bist in derselben Liga wie die anderen. Und aber wenn du jetzt irgendwas mal Exklusives haben willst und sagst, pass auf, ich brauche da jetzt irgendwie mal einen richtigen Schub, dann, ich habe ja damals schon mit Paul schon mal gesprochen, da sagt er so, Paul, was muss man denn für 1000 PS? Das war ja noch die Anfänge. Da sagt er gleich, wenn wir rein, bau da 2 GT30 rein. Ne? Mhm. Da sage ich, Mensch, kriegst du da nie rein in die Hütte. Dann, ne? Doch, das geht schon. Man muss ein paar Sachen vielleicht verändern, ein bisschen hier mal abschneiden. Ja. Und siehst ja, wo das Ganze gelandet ist jetzt hier. Ne? Das ist schon 2,35er jetzt drin. Und,
Wobei man dazu sagen muss, von außen wirklich noch 100% original. Ne? Ja, genau. Von das außen muss man definitiv so. Noch eine Kleinigkeit. Da habe ich hinten die Schürze, die habe ich auf RS4 Blende da umgerüstet. Mhm. Das heißt, nur wegen den Auspuffrohren. Ja, ja, ja. Stimmt. Weil hast, der S4 relativ schmal ist da. Ja. Aber die Stoßstange ist eigentlich so zu 90% noch Serie. Weil noch nicht mal keine RS-Stoßstange dran, keine dicken Backen, gar nichts. Komplett alles noch lange Karosse. Ne? Da lege ich auch komplett Wert drauf. Also ich finde es persönlich schöner, so zu lassen, das Auto wie es ist. Mir gefällt es am besten. Man muss sich für eins entscheiden. Das ist ein S4, dann bleibt es auch ein S4 und nicht ein S4 mit RS4 ja. Grill. Oder ich finde das immer so ein bisschen verschandelt. So ein Zwitter, ne? Ja, genau. Das passt halt eben auch nicht so. Ne? Kann man grob sagen, wie viele Motoren da schon so durchgegangen sind auf dem Weg jetzt zu diesen 1400? Und waren das tendenziell eher immer große Schäden oder war es eher immer Kleinigkeiten? Ja, meistens, wenn es knallt, dann knallt es richtig. Ne? Mhm. Also dann ist auch wirklich auch, dann ist auch der Block hin meistens. Also bis jetzt waren es zwei Blöcke. Okay, das ist aber Ursachen waren meistens immer beim ersten war es gewesen, der Kolbenbolzen. War der Motor war nie dafür ausgelegt. Eigentlich hatte ich 1000 PS dafür angestrebt. Da waren es 1200 bei Dynoteam Nord und dann ist das Ding auch ausgegangen dort auf dem Prüfstand, weil er schon alles rausgeschmissen hat. Also eigentlich, ich sag jetzt mal, ein Verschleißschaden so übertrieben. Ja, nee, das war der Kolbenbolzen, ist einfach zu schwach gewesen. Ne? Zu schwach, okay. Genau, der wurde dann so schnell... Deswegen sage ich, der Block kann richtig was. Ne? Deswegen, also liegt meistens immer an den Komponenten, die da noch mit verbaust, aber nicht der Block selber. Mhm. Ne? Der kann richtig was. Wie siehst du das bei dem Block mit Thema Kurbelwelle wuchten? Ich mach's. Mhm. Aber aus Erfahrung weiß ich, weil ich öfters mal Probleme hatte, habe mal einen Satz neue Pleuel bestellt, habe dann die alten oder hatte noch welche da gehabt als Muster und dann hat man das dann verwogen und dann bestellst du nochmal den gleichen Satz und dann hat Pauter sich gedacht, Mensch, wir bauen die mal ein bisschen anders. Oder vom Pleuelauge oben haben sie die ein bisschen geändert, habe ich die nicht mehr in den Kolben reingekriegt. Ne? Mhm. Da musste ich halt teilweise den Kolben nachbearbeiten. Da hast du bestimmt 2-3 Gramm weggenommen, ne? Aber ganz ehrlich... Es funktioniert. Nichts gemerkt? Nein, gar nichts. Du merkst gar nichts. Ich denke mal, das macht sich wahrscheinlich bemerkbar. Erst so drehzahlmäßig 8500 plus so. Ne? Mhm. Da denke ich, macht das wahrscheinlich, spielt das eine Rolle, aber in der Liga will ich da gar nicht hin. Mhm. Ne? Also aus Erfahrung weiß ich, dass das da wahrscheinlich auch richtig krachen geht dann. Ne? Da ist zwar Potenzial richtig drin, aber darfst du nicht vergessen, ich fahre ja das immer noch komplett mit Hydrus und das. Ich habe da bis jetzt die beste Erfahrung mitgemacht, auch schon mit starrem Ventiltrieb gefahren, aber ja, du kennst es selber, es ist eine Katastrophe, die Dinger einzustellen und es ist sehr wartungsintensiv. Auch. Bei mir dachte ich vorher auch, hat mir auch jeder davon abgeraten, bisher ist es so, dass es stressfrei war. Bisher muss ich wirklich sagen, war allerdings ein eingelaufener, gebrauchter Kopf, der wirklich schon ein paar Kilometer hinter sich hatte, wo man es dann einmal eingemessen hat, mit tendenziell eher zu groß als zu klein. Man darf natürlich nicht auf Geräusche hören danach, wenn du natürlich jedes Mal so am Ventildeckel hörst, dann denkst du natürlich jeden Tag, es hat sich wieder was verstellt. Ne? Aber wir waren ja gefahren so, ich glaube in Summe 3.500 Kilometer oder so. Da war es tatsächlich bis zum letzten Ausbau immer konstant geblieben. Das war nicht okay. Ja, ist okay. Das ist auch mal so eine Erfahrungswerte, ne? Die muss man halt sammeln. Ja, ich habe sie auch. Hatten also allerdings auch dann von Björn aus damals eine andere Anlauframpe gemacht. Viele machen ja 0,25 Einlass und Auslass. Wir hatten Auslass 0,40 und passen dazu halt die Anlauframpe auf der Nockenwelle. Kann natürlich auch sein, dass es mit mehr Spiel ein bisschen besser wird. Ne? Das kann sein, ja. Das heißt, wie hoch drehst du jetzt? Maximal, wenn es jetzt obenrum ein bisschen fehlt an Geschwindigkeit, 8,250. Ne? Ja, und dann sonst regulär so für die Einfahrten und wenn alles funktioniert und auch von der Endgeschwindigkeit reicht, drossel ich den auf 7,850 immer so ein bisschen ein. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, weil diese V6-Szene ist ja schon riesig, wie jetzt auf jeden Fall ganz viele zugucken werden, weil du warst ja bisher, was das Auto angeht, eher immer ein bisschen geheimnisvoller. So, also, ja, man, ja, so, ja. Also man weiß halt nicht so alles und ich weiß, dass da viele schon so vorbildlich jetzt gucken werden. Ja, ein paar Infos sich erhoffen. Naja gut, du pass auf, weißt du selber, wie das ist, wenn du irgendwo obenrum mitstreamen willst, dann musst du auch gewisse Sachen auch für dich behalten. Ne? Ja, weil wenn das nämlich das Kochrezept auf den Tisch legst, dann fährt das jeder morgen schnell. Mhm. Also naja, nicht jeder, aber die es sich leisten können, die fahren auf jeden Fall schnell. Ja klar, keine Frage. Wobei ich sage immer, angenommen einer will das Auto nachbauen und der hat alle finanziellen Mittel, braucht er trotzdem Minimum 3 Motoren und 3 Jahre, bis er so weit ist. Ja genau. Das glaube ich definitiv schon. Ja. So, weil du kennst das ja selber. Also das machst du jetzt nicht von so ein 1000 PS Motor, okay. Sag ich mal, mittlerweile ist das jetzt auch kein Geheimnis mehr. Also ich finde es persönlich nicht schwer, sowas zu bauen. Also du wahrscheinlich auch nicht, ne? Weil man das jetzt länger mit mehr Leistung gefahren hat. Ne? Von daher ist es ja auch kein Hexenwerk. Da hat man ja nicht irgendwelche besonderen Teile. Das funktioniert ja eigentlich mit den Standardsachen, die man heutzutage überall gekauft kriegt. Dann, ne?
So, da sieht man nämlich schon, was hier Phase ist. So geht der Erdmotor drin. Weiß ich noch, das war ein Step. Wobei, nee, überleg mal, also, du warst ja mit der Brücke schon auf dem Prüfstand damals bei Chor, ja, ne? Ja, ja. Und die Brücke ist ja noch, die ist ja draufgekommen, wann war es, 2015 oder so, ne? Würde ich jetzt mal so grob sagen. Ja. 15, 16, ja, so eine, ne? Ja. Also hier ist das erste, theoretisch V6 Bito, wo wir die ganze Zeit drüber gesprochen haben. Aber das ist tatsächlich die Ansaugbrücke vom GTR mit zwei Drosselklappen. Das heißt, da drunter ist so ein gefrästes Mittelteil. Genau, genau. Das hatte der Marcel P. Motors damals gemacht? Genau, da hat Marcel sowas entwickelt. Das hat auch so knapp ein Jahr gedauert, bis wir es irgendwann mal in Hardware hatten. Ne? Ist halt voll billet, ne? Hier mit, genau, Ventildeckeln gefräst. Ja, das geht halt schon, wie eine Bauhöhe. Ne? Muss das halt schon geil machen aus, ja, ja. Ne? Du kannst natürlich die originalen Deckel auch abschneiden und dann was schweißen, aber weißt du selber, das hat dann halt, das sieht dann alles so ein bisschen gefummelt aus dann. Ne? So, und jetzt ist hier das Besondere. Wie können wir das am besten zeigen, so ein bisschen? Basti hat da so eine spezielle Art von Krümmern gebaut. So, also keine Ahnung, wie die Leute es nennen würden, Longtube-Krümmer, wie auch immer so, aber an Thema Krümmer will ich nicht wissen, wie oft er der Motor rein und raus hat, bis die Krümmer so waren. Naja, jetzt, die Krümmer sind jetzt neu, also die kennst du ja noch gar nicht. Ich kenne welche, die waren noch krasser, ne? Die, ja, waren die, noch, die waren mit Längenausgleich, genau, die waren ja so wie mehr so Richtung Formel 1, ne? Die habe ich raus, aus platzmäßigen Gründen. Ne? Genau, ich kenne noch Zeiten, da ging der Krümmer richtig so. Erstmal in Fahrtrichtung. Also ging über vorne, stimmt, ja, der ging sogar so und dann so, ne? Ja, genau. Die kann ich auch ganz gerne nochmal zeigen, also die habe ich nochmal rumliegen. Ja, die gucken wir uns auf jeden Fall gleich einmal an. Du, jetzt wo ich es gerade sehe, du warst auch mit einer der ersten dieser Thermoisolierung. Weiß ich noch, ne? Ja, genau, genau. Ja, ich habe das so einmal dann gepostet und dann war es auch schon da vorbei. Da war das eigentlich noch so ein unbeschriebenes dann, Blatt. Ja, genau, dann konnte es einfach auf einmal jeder. Das funktioniert natürlich aber super. Ne? Erste, was ich auf jeden Fall sagen muss, dafür, dass hier so oft der Motor rein und raus war, sieht das noch schön sauber und lecker alles aus. Definitiv. Naja gut, ich habe den zwischendurch auch mal lackiert oder so. Ja, ja klar, aber ja, du weißt, so ist es nicht, bei ganz vielen Leuten ist es ja so, je länger ein Projekt lebt, je fahrlässiger wird man irgendwann. Ne? Weißt du, dann muss auf dem Event mal schnell was raus, dann wird man Ecke weggeschnitten, ja, und hier nochmal, da haben wir was und so. Ne? Und dann, ja, so okay. Was du meinst, Ansaugbrücke war ein wichtiger Step damals? Ja, genau, das war schon, hat eine Menge gebracht, das hat mir auch mal rausgemessen. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren. Ich will jetzt auch nicht irgendwelche. Also, wir hatten von vornherein mit dem ganzen Step, wo wir gesprungen sind, waren wir 120 PS, hatten wir nochmal plus gehabt. Mhm. Ich weiß nicht jetzt, ob das jetzt im Saugrohr geschuldet war, komplett, weil wir natürlich ein paar Sachen noch mehr geändert hatten, aber das hat sich dolle bemerkbar gemacht, weil du durch das getrennte Saugrohrführung hast natürlich diesen Ladungswechsel. Ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Deswegen gab es ja damals beim VR das Schaltsaugrohr auch, wenn du es schon kennst, weil du halt diesen Ladungseffekt natürlich in diese Kammer gebracht hast. Und dadurch hat der Motor einen eigenen Aufladungseffekt gehabt als Sauger, ne? Obwohl es nicht aufgeladen ist. Und hier hast du das natürlich halt eben durch diese Störimpulse, wenn du es jetzt als ein Saugrohr hast, wenn einer jetzt zündet, zieht er den Luftstrom natürlich in eine Zylinderbank rein und versucht natürlich den anderen ja mitzusaugen, mitzureißen. Und dadurch hast du ja mal ständige, durch diesen Zündwechsel, hast du ständige Luftsäulen hin und her schieben und das beeinflusst natürlich dann den Empfindungsgrad wieder vom Motor. Ne? Aber wenn du das Ganze jetzt trennst, ja, dann arbeiten das ja wie zwei separate Motoren eigentlich. Ja, ne? Ja, jeder ja hat für sich und durch die wechselnden Zündfolger entsteht natürlich nicht so ein krasser Ladungswechsel immer im Saugrohr. Ne? Und das bringt natürlich eine Menge was. Das heißt, bei der Originalbrücke sind alle sechs Zylinder, ich sag mal übertrieben gesagt, in den Schuhkarton. Und genau. Hier ist es halt wirklich. Mit einer Drosselklappe, genau. Aber auch wirklich links und rechts getrennt. Genau. Also Drosselklappe für den Zylinder, Zylinderkopf und Drosselklappe für den Zylinderkopf. Ganz, ne? Genau. Ja. Mhm. Und das geht halt bis hin in zwei Schrankanlage, die ist auch nicht miteinander verbunden oder so. Weil wir haben wirklich, ich habe auch schon viel drüber gegrübelt, weil das war immer so ein krasser Unterschied zwischen unseren Motoren auf jeden Fall, weil ich es immer noch relativ seriennah mit der Serienbrücke hatte. Ne? Und das waren auch, waren ja immer so um die 200 PS Unterschied in dem Fall nochmal locker. Ne? Und ich glaube auch, dass das definitiv, dass das auf jeden Fall. Und der Querschnitt, das ist nicht verachten. Ne? Der Querschnitt von dem Seriensaugrohr, ich habe das ja damals mal verglichen mit dem. Du kannst den Seriensaugrohr so weit auffräsen, wie du willst. Du kommst nie an, nee, an den Querschnitt von dem Serien-GTR-Saugrohr. Und dann hast du ja bei dem Seriensaugrohr auch immer einen ganz anderen Strömungswinkel. Ja, so, ne? Weißt du, hier fällt das ja so richtig flach den Zylinder rein. Ne? Und bei dem anderen, bei dem Serien ist das, wie ich schon sagte, mit dem Schuhkarton. Ja, da schlängelt sich das so ein bisschen durch. Ne?
Und wenn dann da halt 1400 PS durchgehen sollen, was viele mal nicht für möglich halten. Ja, krass, sogar noch originale Zündspulen, ne? Ja, das funktioniert auch super. Also heftig. Da hatte ich auch bis jetzt eigentlich nie Probleme. Also jetzt beim letzten Event hatte ich Probleme, da hat er oben rum, ich weiß nicht, ob du das in einem Video gehört hast, da hat er so oben rum rausgebrabbelt im Ziel. Das hatte ich jetzt auch mal rausbekommen, das lag einfach wieder an den Kabel, weil du ständig dieses Ein- und Ausbauen ja, von dir. Ja, das hatte ich bei mir auch immer. Und dann hast du einen ganz kleinen, minimalen Bruch und dann hat er halt natürlich ein bisschen Kontakt verloren, ne? Und hat er nicht richtig gezündet. Ne? Ja. Gerade diese Stecker, die da ja so krass eng auf dem Ventildeckel liegen, die kriegen natürlich schon ganz gut Temperatur ab. Ja. Ne? Ja. Okay, so, dann sehe ich, gibt es hier auch nochmal massive Upgrades in Sachen Kurbelgehäuse. Ja, das ist jetzt auch neu gekommen. Ne? Ja, auch tierische Probleme auch gehabt jetzt beim letzten Event da. Ne? Und da habe ich gesagt, da muss ich jetzt auch mal komplett wieder mal was ganz Neues machen. Ich weiß noch, Basti schrieb mir an und meinte, schick mal Dash 20. Ich sag so, Alter, bist du sicher Dash 20? Ne? Wie groß die Dinger sind, weil ich kannte das ja von Mario von der Lüftung. Ja, und dachte mir so, Alter, RS4 Motor, wir wollen dann da Dash 20 runterkriegen. Ja, ja. Aber klar, krass, ja, passt tatsächlich so. Ja. Mhm. Ja, Entlüftung war bei mir auch immer ein Riesenthema. Wirst du auch eine gewisse Leistung sowieso bekommen. Also weil du so viel Blow-By reinschiebst in den Motor, ab einem gewissen Ladedruck Das kriegst du halt nicht abgedichtet. Irgendwann. Und ich glaube auch, dass der Motor leider extrem schlecht dafür ist. So, weil durch dieses V und durch den Zahnriemen, ich glaube so GTR-Motoren, R32-Motoren, VR6-Motoren, diese ganzen Motoren, die eine Kette haben, da ist alleine, überleg mal, so eine Kette mit 8000 Umdrehungen, was die alleine so an Luft durch so einen Motor zieht. Ja, nicht nur das, du hast halt, weil du durch den Kettentrieb hast ja von oben bis nach unten den kompletten alles Durchflug, ne? Ja. Dann kannst du ja fast runtergucken und dadurch kann das natürlich auch deutlich besser fließen, die Luft da drin. Ne? Das heißt, wir reden gerade davon, dass in diesem Motor einfach so viel los ist am Ende. Ich weiß nicht, was denkst du an Ladedruck, was da jetzt am Ende? Also ich bin letztens jetzt gefahren, das waren knapp 4 Bar Ladedruck. Knapp 4 Bar sogar. Ja. Cool. Und das war jetzt auch nicht angetaktet, volles Rohr. Wir hatten, wie gesagt, erstmal ein bisschen rantasten und dann mit diesen Zündaussetzern, da habe ich mich auch gar nicht mehr weiter getraut. Ja. Weil ich einfach den Fehler, ich wusste nicht, wo es herkommt. Kann ja auch immer mal schon irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen Öl sein, was er mitverbrennt oder wie auch immer. Genau, ne? Genau. Auf jeden Fall ist der Ladung irgendwann so hoch, dass die Gase einfach am Kolben vorbeigehen und in den Motor kommen und dann halt durch die Entlüftung wieder rausrollen. Ja. Und jetzt können sie das durch diesen dezenten Dash 20 Schlauch. Ja. Und von hier aus dann nochmal einmal wieder zurückgeführt? Oder? Nee, gar nicht. Also hier sind ja die Ausgänge. Mhm. Die muss ich mir jetzt noch nach unten legen, dass ich die weg vom Rad oder so habe. Ne? Also wenn er mal den Tank mal irgendwie voll machen sollte, dann soll er zumindest dann auf dem Boden oder so das Ganze entlüften. Und das war vorher halt ein bisschen über die Radläuse, was ich hatte. Hat das neben die Räder gesprüht. Und das ist natürlich, das war halt eben auch mal so eine schnelle Lösung. Man ging davon aus, da kommt nichts, weißt du, wenn man schon so groß baut. Jetzt, und man muss halt auch dazu sagen, von der Rennstreckenszene kriege ich da auch dann immer extrem schnell so schlaue Sprüche. So, ne? Aber wir fahren halt verhältnismäßig viel einfach nur geradeaus. Selbst wenn da mal ein bisschen Öl auf dem Rad ist, ist es ja nicht so, dass das Auto gleich beim Geradeausfahren rechts abbiegt. So, weil wir fahren halt dann in dem Moment nicht um die Kurve. Okay, aber die Dinger sehen natürlich männlich aus. Die bisschen schon fast aus wie so ein Motorrad-Endtopf. Okay. Tja, sieht sonst noch relativ. Ja, noch aufgeräumt und. Steuergerät, ein KMS drin. Genau, das ist die MD35 da drin. Bis jetzt eigentlich hat das am wenigsten Probleme gemacht, eigentlich so. Ne? Also fand ich auch damals auch die beste Lösung, da umzusteigen von der Seriensteuerung. Er weiß ja selber, man ist tierisch abhängig immer von irgendeinem Applikateur und das ganze Programm selber, bis du alles da so, ist es auch nicht so einfach zu machen wie mit so einem Freiprogramm wie beim Steuergerät. Ne? Was mir persönlich okay, da ist jetzt die KMS auch noch nicht ganz so weit, was am coolsten war halt, also am schlechtesten an dem Originalsteuergerät ist halt, dass du keine Lockfunktion hast. Ne? So, dass du gefahren bist, war kaputt und denkst du so, ja toll, jetzt ist kaputt, aber keine Ahnung, woran es lag so ungefähr. Ne? Du kannst halt nicht jederzeit auf alle Anzeigen gucken, dich ein halbes Jahr später daran erinnern und so weiter. Nee, das geht nicht. So, das heißt, wenn da keine Analyse betrieben werden kann, ist das halt schade. Ja, okay. Ja. Das heißt, das ist jetzt gerade auch einfach nur schon noch dein alter lauffähiger Motor, der jetzt einfach nur drin ist, aber kriegt jetzt noch komplett ein Upgrade? Also der Motor bleibt so an sich, der kriegt halt neue Ladeluftkühlung. Komplett, das ganze Wasser, der ganze Wasserhaushalt, das wird alles komplett umgestrickt hier. Das wird ein ganz neues Konzept hier, was auch noch keiner so probiert hat. Und ich erhoffe mir dadurch natürlich deutlich weniger Ladelufttemperatur. Ne? So, jetzt muss man dazu sagen, neue Ladeluftkühler. Das ist der alte Ladeluftkühler. Ja, den haben wir noch auf dem Tisch da liegen. So, jeder, der so einen V6 kennt oder die Ladeluftkühler kennt, die ich sonst immer so fahre, der ist ungefähr, ich würde mal tippen, halb so groß und ein bisschen schmaler noch dazu und sitzt hier unten irgendwo drin.
Und Basti hat die Dinger damals schon wirklich bis hinter den Scheibenwischer gezimmert, ne? Wo jeder gesagt hat, Alter, ja, pass auf, der, ja, pass auf, wir hatten dann auch Platzprobleme gehabt, ne? Die Dinger, die hat P-Motor nochmal außen vollen gefräst, weil die Originalen, die waren viel zu dick. Und ich wollte mir die damals mit abschneiden und mit Heißkleber wollte ich mir die nicht hinfummeln. Dann habe ich gesagt, komm, schnitz mal die Dinger auch nochmal außen vollen. Und Billet-Deckel für die Scheinwerfer. Das ist der eine. Total Schwachsinn, eigentlich aber. Ja, es ging halt wegen dem Platz her. Du siehst ja, guck mal, wie eng das hier wird. Ne? Ja. Das ist. Das jetzt werden sich viele sagen, ob meinst du, der hohe Ladenspieler bringt was, wenn da theoretisch der Scheinwerfer trotzdem noch vorsitzt? Nein, ich habe ja eine Ram-Area, ne? Also die ist jetzt nicht drin. Das Blech geht ja bis hier oben hin, siehst du, also auch Befestigungspunkt. Ja. Mhm. Das bringt schon was, aber es wird doch stark kastriert, das Ganze, weil du ungefähr die Hälfte nicht anströmst. Also jetzt sagen wir mal, das verteilt von der Stirnfläche. Das wird dann halt nur mit Gewalt da hochgedrückt durch den Fahrtwind. Ne? Also das macht schon viel, die Ladeluftgitter. Also 1400 machen die ganz unproblematisch, aber abtreten Gang, da wird es irgendwann jetzt mit 4 Bar schon ein bisschen. Da geht es Richtung 55 Grad, 60 Grad Ladeluft. Ne? Mhm. Das heißt, ich komme dann auch wohl im Ziel so Richtung 70 Grad. Mhm. Und da habe ich gesagt, da höre ich auf. Und das heißt, jetzt willst du radikal umbauen. Genau. So, das war Teil 1 von Europas stärksten Audi. 1442 PS. Brutales Auto. Am Donnerstag geht es weiter. Kleine Ergänzung allerdings noch. Und zwar, wir haben es tatsächlich geschafft, in kürzester Zeit unsere Klamotten zu restocken. Das heißt, aus der Passion-Kollektion, die ganzen bunten Farben, sind morgen 10 Uhr wieder verfügbar. Diesmal alle auf einmal. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Kleine Ergänzung noch. Es gibt das Ganze auch als T-Shirt. Trage ich sogar fast lieber als die Pullis, weil Passform und Stoff wirklich geil ist. Fairer Preis, 25 Euro. Weiß, Candy, dann einmal unser Ghost Purple. Dann eine neue Farbe, Chocolate, dunkelbraun und als schwarz. So. Damit das Ganze nicht zu werbelastig wird, jetzt noch einmal die Farben, die neu sind. Das geht nämlich am schnellsten, wie ich gerade schon sagte. Dark Chocolate. Feiere ich sehr. Dann, weil sich so viele gewünscht haben, einfach nur Standard Schwarz. Geht immer. Weitere Änderungen. Diese Farbe gab es letztes Mal als Sweater, jetzt als Hoodie. Und andersrum gab es diese Farbe. Letztes Mal als Hoodie und jetzt als Sweater. Grey. So, restlichen Farben sind geblieben, wie sie waren. Weiß, Candy, Ghost Purple, Grün und Teal. Ich würde sagen, viel Spaß beim Shoppen. Sorry, dass ihr beim letzten Mal alle zu kurz gekommen seid. Wir hätten wirklich nicht damit gerechnet, dass die Farben alle so gut werden. Jetzt sollte genug da sein. Deswegen, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal am Donnerstag mit Teil 2 von Europas stärksten Audi.